Also ich bin Felix Segner. Wir bewirtschaften hier in Cham, im Kanton Zug, einen Betrieb mit Milchwirtschaft, Säumast und Lohnbetrieb. Zusammen mit meiner Frau, mit unseren Kindern. Wir haben gut 55 Milchkühe und 160 Mastsäue. Und Lohnarbeit bieten wir diverse Sachen anbieten, über Rundballen, Pressen und so weiter. Meine Eltern sind im Jahr 1976 hier auf Cham gekommen, auf den Betrieb. Sie konnten ihn in Pacht übernehmen. Damals wurde noch in einem Abinstall gemolken worden mit Standeimer. Über die Jahre ist dann eine Rohrmelkanlage hineingekommen. Bis in dem Jahr 2000 den Stall hier an dem Standort Laufstall aufstellen. Damals haben wir dann gewechselt auf einen Melkstand 2x5 Fischgrad Pumatik. Wir waren sehr zufrieden. Über die Jahre ist auch ein gutes Verhältnis zum Händler entstanden. Das hat dazu geführt, dass wir uns vor allem wieder auf Pumatik, bei Pumatik geblieben sind und so einen Pumatik-Melkroboter reingetan. Also der Hauptgrund, dass wir uns für Pumatik-Melkroboter entschieden haben, ist sicher das gute Händlernetz. Dann weiter ist der beidseitige Kuh-Austrieb und Eintrieb, wo man so gar könnt, vor allem an unserem Standort, wo wir eigentlich vom Platz her ziemlich gegen sind, was eine Umbaulösung ist, so können optimal ausnutzen, dass die Kühe von beiden Seiten rein können und auch wieder raus. Weiter ist natürlich auch bei Pumatik, wo uns vor allem am Melkstand schon immer sehr überzogen sind, die grossen Dimensionen der Querschnitte der Leitungen, der Milchleitungen, wo man jetzt auch hier beim Melkroboter sehr gut umgesetzt hat. Und wir hoffen uns da auch sehr gute weiterhin sehr guten Milchfluss und das hat natürlich auch sehr gute Untergesundheit. Einer der Hauptgründe, dass wir uns für einen Melkroboter entschieden haben, ist sicher die weniger gebundene Arbeitszeit. Also, das heisst, man muss immer pünktlich morgen um 5 Uhr melken. Vor allem mit unserer Lohnarbeit, die wir dann anbieten, ist es uns sehr entscheidend, dass wir dann flexibel sein können mit der Melkzeit. Das heisst, ich kann morgen um 3 Uhr Stall, ich kann morgen um 8 Uhr Stall. Ich weiss, die Arbeit wird gleich gemacht durch einen Melkroboter. Und ist so auch regelmäßig gut überwacht. Also wir haben in unserer Herde viele Kühe mit einem sehr guten Milchfluss, also sehr hohen Milchfluss. Und das haben wir vor dem Melkstand auch wirklich immer geschätzt, dass man nie Probleme kann mit Milchstau. Und das hat sich jetzt auch beim Gemini-Melkroboter bewahrheitet, mit dem grossen Querschnitt, dass wir so auch gute Milchflüsse haben und die Kühe die Milch auch in der Zeit, die sie wollen, runterlassen können. Uns war wichtig, dass wir mit dem Umbau nicht nur den Melkroboter ersetzen oder den Melkstand ersetzen mit dem Roboter, sondern auch das gesamtheitliche Tierwohl erhöhen. Das kann man sicher mit der Liegebox, die wir jetzt erneuert haben. Aber uns war wichtig, ich denke, dass das Tierwohl auch sehr wichtig mit dem Roboter kann man extrem steigern. Wenn man nur denkt, die Zeit, wo die Kühe nicht mehr in einem Warteraum warten müssen, sondern können aufstehen, melken und mit ihnen fressen und klicken und auch ihre tägliche Ablauf könnt gestalten, wie sie gerade will. Und ich denke, das ist sicher ein grosser Faktor, der auch das Tierwohl viel bringt. Wenn man am Morgen in den Stall kommt, ist es ein super Gefühl immer. Man sieht die Ruhe, die Kühe sind zufrieden, die liegen, sie gehen fressen, sie gehen in den Melkroboter. Ja, was will man noch mehr?